Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter, meine lieben Freunde. Ich sehe ja schon was. Top, da gehen wir auch gleich hin. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, den Like und schreibt einen Kommentar. Das füttert den Algorithmus und das hilft uns allen. Ich werde mal jagen gehen und damit let's go. Ich habe ein bisschen Rückenwind, das ist nicht so gut, um mich jetzt da anzunähern, aber es müssten große Kudus sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen einfach mal zum Fluss dahin. Vorne habe ich gleich ein Warzenschwein auf 70 Meter, aber das ist noch sehr entspannt, okay. Das bekommt mich ja gar nicht mit, doch jetzt alarmiert. Ich hoffe, es greift mich nicht an. Nee. Haut ab. Schön. Hier sind zwei dabei, die sind erwachsen und haben einen Stern. Ja. Die anderen beiden sind jung. Auf die brauchen wir nicht zu schießen. Auf die beiden Erwachsenen, ja. Okay, ich versuch's. Wir sind jetzt auf 180 Meter ran. Das ist ganz okay. So, ich versuch's mit der Steuercarbon. Das ist genau der, den ich haben möchte. Wenn er seinen Kopf jetzt hebt, dann schießen wir ihn. Schön spitz von vorn. Er möchte seinen Kopf nicht heben. Er weiß ganz genau, was gerade passiert. Er spürt das in seinen Hörnern. Kann ich auch so schießen? Kein Ding. Na komm schon. Heb den Kopf. Die anderen machen es doch auch. Ich bin ein bisschen nervös am Abzug. Ich könnte jetzt drücken. So, ich schieße jetzt. Komm schon. Ja. Er ist liegen geblieben. Schön. Also, doch kein riskanter Schuss. War ganz okay. So, großer Kudu, erwachsen, ein Stern. Gucken wir uns an. Oh ja, sehr schön. Schön in die Lunge rein. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Hauptschlagader. Alles schön getroffen. Wir sind aber sehr hoch über der empfohlenen Aufprallenergie. Das bedeutet eigentlich, dass wir da nur einen Stern oder einen Stern einbüßen in der Jagdwertung. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Er hat ein Potenzial von 52,56. Ja, ist okay, ist okay. Also wir merken uns, großer Kudu mit nicht mit der Steuer Carbon aufschießen, sondern eher so mit der Hunter 2. Ich gehe nochmal zurück zur Hütte, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich für die Pro Hunter 2 noch einen Schuss habe. Einen. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wo meine scheiß Waffenkiste ist. Wo ist die? Ich glaube hier in dem Raum. Ne? Ah, hier. Okay, jetzt haben wir wieder Munition. Oh, hier unten ist ein Weißschweinsknu männlich alarmiert. Okay, okay, okay. Nein, falsche Waffe, die hier. Und Schuss. Vielleicht haben wir gut getroffen, ich weiß nicht. War halt sehr nah dran und auf 150 Meter genullt. Also ich habe ein bisschen verkehrt genullt, aber der war halt sehr... sehr random hier einfach. Also das könnte gut sein. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Es sieht ein bisschen rosa aus. Also nicht auf jeden Fall nicht rot.
Ja, mittlere Menge rosa Luftblasen. Das klingt gut. Hier habe ich ihn getroffen. Ich habe die. Also, er ist ins Wasser geflohen, um so ein bisschen seine Spuren zu verwischen, aber ich habe die Spur wiedergefunden. Da vorne ist er nochmal kurz aufgestanden. Er hat sich hingelegt. Das machen die ja auch manchmal. Die legen sich hin, weil sie einfach nicht mehr können. Und wenn du dann näher kommst, dann springen die wieder auf. Um abzuhauen. Ne? Um zu flüchten. Ah, guck mal, hier liegt da ein Busch. Boah, hätte ich fast übersehen. Krass. So, auf jeden Fall richtige Aufprallenergie. Also wir sind in der empfohlenen Aufprallenergie drin. Rechter Lungenflügel. Schön mittig. Doch, hätte ich nicht gedacht. Top. Übersicht, 5 von 5 Jagdwertung, hat ein Potenzial von 31,63, musste raus, top. Alles richtig gemacht. Da vorne haben wir wieder einen Weißschwanzknu, weiblich. Ich hoffe, du bist nicht allein. Nee, da sind noch andere. Ah, erwachsen, männlich, ein Stern. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Haben auf jeden Fall schön Wind von vorn, das ist immer gut. Wenn wir uns unbemerkt nähern. Ich glaube, der Erwachsene mit einem Stern ist schon der, den wir schießen sollten. Oder den wir nur schießen können. Der Rest ist so jung und weiblich. So, die sind jetzt schon alarmiert, aber... Ja, er steht halt mit dem Hintern zu mir. Ich lock mich mal hin. Und warte mal auf einen Positionswechsel von ihm. Na komm, dreh dich doch mal. Ja! Perfekt. Naja, doch nicht perfekt. Oh nein, er legt sich wieder hin. So, ich gehe mal nochmal näher ran. Ich provoziere ihn, damit er aufsteht. Ja. Schuss. Und er ist liegen geblieben. Sehr schön. Ich dachte kurz, es wird eine Verfolgungsjagd. Aber nö. Ich habe ihn anscheinend doch gut getroffen. So, Aufprallenergie komplett im grünen Bereich. Schön. Schön spitz von vorne getroffen. Oh. Ins Herz sogar. Es war ein Herztreffer. Es war ein glatter Herztreffer. Schön. Jagdwertung 5 von 5 und Potenzial 36,5. Musste raus. Top. Sehr gut. Da vorne sind Warzenschweine. Neues Ziel erkannt. Warzenschweine. Ausgewachsen, männlich, ein Stern. Ja, ist leider das beste Schwein hier. Müssen wir nehmen. Nein, hör auf dich zu bewegen. Bleib stehen. Bleiben Sie bitte stehen. Ja, genau. Er sucht sich extra Schutz. Kann doch nicht wahr sein. Warzenschwein. Der da hinten ist auf jeden Fall unser Ziel. Der ist ausgewachsen, hat einen Stern. Den brauchen wir. Jetzt stehen da zwei davor. Das kann doch nicht sein. Mal einen. Schwein hat jetzt das Schild verlassen. Aber das andere steht noch davor. Ja, ja, ja. Und... War ein bisschen hoch, ne? War ein bisschen hoch. Ja, gucken wir uns an. Aber es sieht doch ganz gut aus. Ist doch rosa hier.
Mittlere Menge Luftblasen rosa. Wir verfolgen. Natürlich hier schwierig, sehr schwierig durch den Busch. Oh. Ah, gut, ich habe die Spur wieder gefunden. Ich habe kurz gedacht, der liegt da in dem Busch und wir müssen da erstmal hier mit der Machete durch. Aber nein, er ist durch den Busch gelaufen. Schön. Also mittlere Menge Luftblasen, dafür sind noch sehr weit gelaufen. Einen guten Metabolismus hat das Schwein. Ja, da liegt's. Da liegt das Schwein. Aufprallenergie, perfekt. Linker Lungenflügel war tödlich. Ja, ein bisschen hoch, aber immer noch ein lebenswichtiges Organ verletzt. Alles gut. Jagdwertung 5 von 5. Potenzial 37,57. Sehr gut. Ich glaube, ich habe alle Tiere am Fluss verjagt, also irgendwie kommt hier nichts mehr. Oh, da hinten sind noch Warzenschweine. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Der Wind steht gerade sehr, sehr gut dafür, was wir vorhaben. Ja, die sind beide jung, ne? Mal gucken, dass vielleicht da aus dem Busch noch irgendwas Erwachsenes oder Ausgewachsenes rauskommt. Bleibt mal hier auf der Brücke, die ist eigentlich ganz gut. Ausgewachsen weiblich. Ach, alles nicht so gut. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das eventuell die Gruppe ist, die wir da aufgescheucht haben. Mit dem Schuss von dem einen Männchen, was okay war. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, sowas gibt es halt auch. So Gruppen, wo man einfach kein Tier rausschießen kann. Weil es nur Weibchen oder Jungtiere sind. Und das ist eigentlich jetzt hier der Fall. Wir können da nicht rausschießen. Also könnten wir schon, aber das macht einfach keinen Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Also bei den Jungtieren, die teilweise einen Stern haben, da muss man ja Gefahr gehen, dass man sich da ein Tier verschießt, was später einfach mal mehr Sterne als eins haben könnte. Also ein hohes Potenzial haben könnte. Ja. Ich denke mal, das wird die Gruppe sein, aus der wir da dieses gute oder dieses erwachsene Männchen rausgeschossen haben. Hier ist die Gruppe nochmal. Ziemlich nah gerade. Aber wie gesagt, da ist nichts dabei, was wir schießen könnten. Die einzigen erwachsenen und ausgewachsenen Tiere sind halt Weibchen. Und die haben halt keine Trophäenwertung. Aber ich komme sehr nah ran, also irgendwie sind die Warzenschweine nicht mehr so scheu. Ich habe ja auch ein Update irgendwie, ne? Können wir jetzt schon sehr nah ran. Die sind alle noch ruhig, die wissen gar nicht, dass ich hier bin. Interessant. Jetzt sind sie alarmiert. Jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt hauen sie ab. Vor uns ist ein großer See. Vielleicht finden wir da noch ein paar Tiere. Ich habe Weißschweinsknus gesehen. Sie sind hier irgendwie hinter dem Busch. Und so beim ersten Scan so drüber habe ich gesehen, dass da einer dabei ist mit zwei Sternen. Ausgewachsen, da. Interessant auf jeden Fall. Könnte drauf schießen. Einfach so durch den Busch. Natürlich die Frage, welcher von denen ist jetzt der Zwei-Sterner? Ich hab den Zwei-Sterner nämlich wieder verloren. Ist halt schwierig. Die sind halt hinter den Büschen da. Ich muss mich ein bisschen näher annähern.
Näher annähern, ja, genau. Auf jeden Fall, dass ich da auf eine bessere Sicht habe auf die Tiere, ne? So, die sind jetzt schon alarmiert. Deswegen bin ich erstmal stehen geblieben. Okay, die sind wieder ruhig. Aber wie gesagt, ich kann nicht. Also, ich kann nicht schießen. Richtig dumme Position hier. Obwohl ich auf diesem Damm eigentlich ganz gut positioniert bin. Jetzt geht doch mal darüber, dass ich hier euch schießen kann. Ja. Wir ziehen ab. Jung. Ausgewachsen, ein Stern. Hier ist mein zwei Sterne noch. Hier irgendwo. Zeigt sich leider noch nicht. Ich glaube, er liegt da. Ja, da liegt er. Ich gehe mal ein Stück in die Richtung. Wenn ich einen besseren Winkel habe auf ihn. Er steht auf. Und... komm schon. Schön. So, gucken wir uns an. Jetzt haben wir ja lang genug auf den gewartet. Auf jeden Fall gut getroffen. Mittlere Menge rosa. Das ist nur noch verfolgen. So, hier haben wir doch unseren Zwei-Sterne-Bullen. Aufprallenergie, perfekt, linker Lungenflügel rein. Schön. Er hat ein Potenzial von 74,79. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 2 Sterne. Top. Sehr, sehr schön. Hat mir gefallen. Also da, auch, dass ich diesmal so ein bisschen drauf gelauert habe. Wie bewegt sich die Herde? Wann kann ich da drauf schießen? Fand ich gut. So, und ich würde sagen, mit diesem wirklich schönen 2 Sterne Gnu war es das mit dieser kleinen, kurzen, aber feinen Folge Way of the Hunter in Afrika. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder in Medieval Dynasty. Es läuft auch gerade. Macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.